Und damit herzlich willkommen zurück zu Zusi 3. Wir fahren heute an Stadler Flirt. Ich glaube, Borel 427 auch genannt. Auf der Strecke zwischen, ich glaube, Gartenbach nach Kassel. Dann fahren wir nach Kassel Hauptbahnhof und übernehmen dann noch einen anderen Zug bis Kassel Wilhelmshöhe. Also, wir machen einmal Kopf in Kassel Hauptbahnhof und fahren dann einen anderen Zuglauf, aber allerdings nur bis Kassel Wilhelmshöhe. Finde ich aber ganz cool, dass wir da einmal kurz Kopf machen. Deswegen packe ich das dann auch mit rein. So, jetzt geht's erstmal Richtung Kassel Hauptbahnhof und wir starten das Spiel nochmal, gehen wieder in den Führerstand und bereiten hier alles vor. Wir machen schon mal die Türen auf. Ich muss mal gucken, wo hier überhaupt die Öffnung ist. Da. So. Dann warten wir kurz, hören Sie zu und dann können wir wieder zumachen. Oder so rum, andersrum. Hallo? Ja, jetzt zu. Und haben Abfahrt. Ich guck mal ganz kurz in die Ebola. Die werde ich auch. Warte mal, die blende ich mal ein. Das kann ich ja machen. Müsste ich eigentlich noch drin haben hier. Nee, habe ich nicht. Fensteraufnahme. Da ist er. Zack. Dann blenden wir sie euch nochmal ganz kurz ein hier. Ich habe da rechts unten auch eigentlich, aber ich mache sie euch noch ein bisschen größer, dass ihr sie auch seht. Müsst ihr mal sagen, ob ich sie jetzt drin lassen soll. Ich wurde jetzt aber zweimal schon in Kommentaren gefragt, dass die Ebola auch dauerhaft angezeigt wird. Ich hoffe, das ist euch nicht zu groß. Ich glaube, es passt so ganz gut. Dann ist sie nicht nur so klein zu sehen rechts. Außerdem ist rechts eh gerade ein anderer Display. Deswegen habe ich für euch jetzt nochmal die Ebola angeschaltet. So, jetzt aber los. Ich glaube, wir haben schon durch mein ganzes Gequatsche hier Verspätung. Wir fahren mit Kombihebel. Was ich natürlich sehr gerne mag. Auf geht's. Weil dann kann ich schön mit Mausrad fahren. Mach meine Ebola noch mal ein bisschen größer. Sollte für euch keinen Unterschied machen. Oh, doch, macht doch für euch einen Unterschied. Dann muss ich es ja gleich noch ein bisschen einstellen. So. Ja, Profi beim Fahren, das hier einzustellen. Einen Moment, ich mache sie wieder kleiner. So, jetzt. So, jetzt sollte es gut für euch sein. Hoffentlich von der Größe her. Hilfe. Wir befreien uns mal und auf geht's. Streckengeschwindigkeit im Moment 100 km/h, gleich 110. Ansagen habe ich drin, die sollten funktionieren. Wir hören mal hin, ob sie kommen. Dürfen wir? Jedenfalls machen wir die Ansagen gleich selber. Aber wir kommen jetzt erstmal, haben jetzt so ein Stück zu fahren bis Hedemünden. Das liegt bei 185, Kilometer 185. Das heißt, wir müssten ja, bei 84,6 finde ich sogar ein bisschen spät zu bremsen beim Einfahrsignal. Sollen ein bisschen drauf achten. 82,6 haben wir hier. Das war sogar 182,8. Haben meine Adleraugen mich mal wieder im Stich gelassen, obwohl ich ja Kontaktlinsen drin habe. 183,2. 184 würde ich gerne bremsen. Ich weiß nicht, wie gut der bremst, obwohl der Flirt eigentlich gut bremsen sollte. Bin ich mir trotzdem ein bisschen unsicher. Werden wir ab 184 bremsen. Grünes Signal, sehr gut. Wir haben ja noch einen Buchfahrplan liegen. Schlecht. Deswegen habe ich für euch jetzt auch die Ebola eingeblendet. 184,2, 185. Halt. Wir gehen mal so langsam ins Bremsen schon mal hinein. Gucken, ob eine Ansage kommt noch. Wenn nicht, mache ich sie selber gleich. Dann ist vielleicht die automatische Ansage einfach gestört.
Nächster halt Hedebünden, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich sehe keine Harttafel, ehrlich gesagt. Ich zieh mal durch. Bis zu dem Schild hier. Türen auf. Irgendwas wurde auch gesagt, dass ich die Tür nur falsch aufmache. Man kann das ja irgendwie. Schalter erwischen. Man kann, glaube ich, auch auf den Knopf hier drücken. Weil sonst mache ich immer Zwangsschließen, indem ich das hier so wegdrücke. Ne, mache ich, glaube ich, immer Zwangsschließen. Hatte ich auch einen Kommentar gekriegt. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher. Ich guck mal, ob man hier drauf drücken kann gleich. Wenn die Leute zugestiegen sind, auf den weißen Knopf hier unten. Aber ich glaube, die Tür geht so automatisch jetzt schon zu. Ja. Türen sind zu. Jetzt sollten sie auch zu sein. Und dann können wir los. Wieder. Nächste Halt ist Hannover Schmünden. Oder Hannmünden, sagt man ja beides. Ich glaube, es ist eigentlich Hannoversmünden. Aber ich höre oftmals, dass Leute tatsächlich auch Hannmünden sagen. Deswegen sollte das auch passen, wenn wir das Hannmünden aussprechen. Ich weiß nicht, wie das an der als Haltestelle ansagen. Hannoversmünden oder Hannmünden? Keine Ahnung. So, haben wir aber noch ein bisschen Zeit. 193,5 ist der Halt. Ich verstehe nicht, warum der diese Ansagen nicht macht, aber vielleicht hat er für diese Strecke einfach keine Ansagen hinterlegt. Ich weiß es nicht. Angestellt habe ich das Ding. Minute Verspätung haben wir. Aber alles noch aushaltbar. Ja, gleich. Im Moment haben wir noch 110, aber bald dann auch schon 120. 100 nur noch. Deswegen würde ich jetzt gerade nicht mal über auf die 110 hochbeschleunigen. Sondern die 100 beibehalten. Da sind die 100. Und 192,4 haben wir 70. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Fahren wir nochmal schön über Viadukte? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, ne? Rund um Kassel, wenn man auch von der anderen Strecke kommt, hier von Paderborn und so. Führt die auch nach Kassel, ja, ne? Da von Altenbeken, da sind auch schöne Viadukte. Und hier sieht das schon wieder so aus. Also man kann auch nach Kassel fahren. Man kann auch hinten Richtung Hannover fahren, aber ich glaube, man kann da auch nach Kassel fahren bei Altenbeken. Da müssten sich die Gleise aufteilen. Und da ist ja auch so ein schönes Viadukt. Aber jeweils leider nur so ein bisschen erhöhte Bahnstrecke. Ich liebe ja Viadukte. Ich weiß nicht, ich sollte nicht so viel rumspielen hier mit der Leistung immer. 188,9. Oder 100. Sind wir gleich? 188,6. Und dann kommt schon das Einfahrsignal für Hannmünden. Aber vorher müssen wir eh noch 70 runter. Das heißt, für Hannmünden können wir eigentlich fast am Bahnsteig anfangen zu bremsen. So. 192,4. Anzeiger oder Ankündigung ist, glaube ich, ein Kilometer vorher. Ich vergesse es immer. 1,5 oder 1 Kilometer vorher. Die Ankündigung für die 70. Das heißt, da müssen wir dran denken, dass wir das dann auch bestätigen. Ist aber noch ein bisschen.
90-2. 90-4. Und da haben wir schon was. Was hat das für uns? Der 85. Oder wir sollten dann auch gleich unter 70 sein. Wir sind auch schon unter 70, wir sind schon bei 60. Wieder zu heftig am Bremsen. Ankündigung. Tiefer. Und dann nähern wir uns schon Hannover-Schmünden. Ich werde es als Handmünden ankündigen. Aber erst, wenn ich weiß, auf welcher Seite wir hier aussteigen. Die fahren wir schon. Erstmal die 70. Ich denke mal, die Weiche waren jetzt hier die 60. Oder das waren zumindest die 70 erstmal für die Weiche. 90, die gelten auch für links. Wir dürfen eh nur 60. Ist ja schon angekündigt worden, ab nächsten Signal. Da vorne ist Hannmünden. Nächster Halt, Hannmünden. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da bin ich aus der Bremse nochmal aus irgendeinem Grund rausgegangen. Deswegen war der so halb gut, der Halt. Turn off. Ich schau mal eben, wie ich stehe. Geht aber noch. Ja, bisschen rüber. Was lag daran, dass ich am Ende ein bisschen rausgegangen bin? Haben wir gerade eine 860 angekündigt? Ich meine, wir haben 60. Ab dem Signal haben wir 80, aber vorher war eine 60, auf jeden Fall. Türen gehen zu. Man hört es ja immer ganz gut. Türen sind zu. Dann können wir sie jetzt auch verriegeln. Ach nein, das wollte ich nicht. Ich wollte sie zumachen. Jedes Mal drehe ich den falsch rum. Ich weiß auch nicht warum. So. Dann können wir los. Nicht zu viel Leistung hier. Was haben wir für die Verspätung? 2 Minuten. Müssen wir eigentlich nicht bestätigen. Glaube ich, mache ich trotzdem. Gebe einmal zu viel, jetzt haben wir zu wenig. Also müssen wir nicht bestätigen, weil wir ja von 60 km/h kommen. Da müssen wir keine 80 bestätigen. Aber da ich mir das so angewöhnt habe, einfach alles zu bestätigen, was unter 90 ist. Oder teilweise. Und dann werde ich auch die einfach bestätigen.
Dann ist es mir lieber einmal zu viel gedrückt haben, anstatt den Zong zu bekommen. Dann können wir mal hochbeschleunigen. 90 km/h können wir ja fahren im Moment. 90 ab hier. Gleich sollten dann noch 110 freigegeben sein. Immer ein bisschen Hebel auf den Tisch hier. Dann 2 Minuten. Jetzt 3. Müssen wir ein bisschen radikaler hier fahren. Nächster Halt ist Spele. Sollen wir 50 erreichen? Wir haben 47. Wir haben 110. Können wir nochmal durchlegen. Komm. Jetzt auch hier ausfahren, die Geschwindigkeit. Ja. Schöner Bahnübergang hier in dieser Kurve. Ich finde auch die Schilder, ich finde es immer so cool, dass sie links und Schilder auch gemacht haben bei Zusi. Man da auch wirklich die richtigen Straßen meistens drauf sind. Also habe ich bisher immer gesehen, dass da tatsächlich auch die richtigen Straßen und Orte, also das Originalschild sozusagen nachgebaut ist mit der Schrift. Was ich bei Straßenschildern schon verdammt cool finde. Das ist ja eigentlich nicht nötig, aber es ist Liebe zum Detail. Und das hatte das Spiel alle mal. So, 44. Oder der Simulator. Kann man bei Zusi. Zusi ist schon noch, ja. Kann man nehmen, wer will. Kann ja auch ernsthaft. Ist ja auch ein richtiger Simulator in dem Sinne, dass das. Zumindest nicht diese Version, aber eine andere Version von Zusi. Als wirklicher Übungssimulator für die Bahn verwendet wird. Ich glaube, man kann es auch noch als Spiel, ja, als Simulation bezeichnen. Train Life und so sind dann eher Spiele. Oder auch TSW, würde ich sagen, obwohl das ordnet sich dann alles so ein bisschen so an. Ich bin ja auf wirklich gespannt, kommt ja im Januar SimRail, wie das wird, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Werde ich hundertprozentig, wenn nicht noch irgendwas Großes dazwischen kommt, 99,9% wahrscheinlich spielen. 100% ist immer schwierig, dann nageln sich Leute darauf, dich darauf fest und sagen, du hast gesagt, du machst das. Aber zu 99,9% werde ich SimRail spielen. So, 110, gleich haben wir 90. Und dann nähern wir uns Spiele. Spiele liegt bei 151-4. Dann würde ich bei 150-4 auf jeden Fall anfangen zu bremsen. Hier sind die 90. Könnt ihr nochmal ganz kurz... Ja, ich weiß, wir müssen gleich bremsen, aber ich wollte hier nochmal in der Kurve den Zug zeigen. Komm, wir gehen wieder rein. Oh, ist aber ganz schön gerade vorgerutscht. Hat er fast schon vorgespult. 150-4, ne? Ja. Ein bisschen haben wir dann noch Zeit. Lass uns mal die 90 ausfahren. Wir haben nämlich keine Fahrplanreserven mehr. Durch die 2 Minuten Verspätung. Denke ich mal. Also wir werden ja, ich denke mal, in Kassel ein bisschen Zeit haben. Da werde ich eventuell auch vorspulen. Also so Wartezeiten in dem Sinne, dass vor roten Signalen wurde ja gesagt, ich soll das nicht vorspulen. Wenn wir allerdings in einem Bahnhof warten, bis wir Abfahrt haben, würde ich sagen, spulen wir vor. Sefer. Ja, so bei diesmal passt das Einfahrsignal ganz gut für die Bremsung, finde ich. Dann können wir uns ganz gut orientieren. Das kommt aber auch gleich schon.
Da vorne ist es. Wir sind ja nur bei 90, da müssen wir noch nicht so früh bremsen. Nee, machen wir noch ein bisschen. Wir zögern es noch ein bisschen aus. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Hey, kommt der Halt. Wir sehen ihn ja schon. Nee, kommt er noch nicht. Ja, Captain Adlerauge hat schon wieder einen Halt gesehen, der noch gar nicht da war. Der kommt hier erst. Also Captain Adlerauge bin ich. Falls ich wundert. Hier rechts noch ein schön zugewuchertes Gleis. 60 haben wir, 60 Bahnsteig anfangen, dann kann nicht mehr viel schief gehen. Was haben wir denn? 3 Minuten. Spätung immer noch. Na, wo kommt denn der Halt? 51,4. Da war ich jetzt aber sehr früh im Bremsen. Doch, da ist er doch. Ist lang der Bahnsteig, kriegen wir hin. Ist lang. Da hier eine Harttafel. Ne, wir halten hinten. Gibt ja auch keinen Sinn, so früh zu halten. Wenn hier der Aufgang ist. Wir erreichen Spele. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich rutsche immer so ein bisschen durch, ne? Mag ich ganz gerne. Hallo? Mal erwischt mal dieses Teil da nicht. Kann das bestimmt auch irgendwie eine Taste machen. Aber beim Türwahrschalter finde ich das nicht so schlimm, wenn ich das hier im Führerstand direkt mache. Na, da stehen wir. Kann eigentlich schon wieder reingehen. Nächster Halt ist F. Ihringhausen. Wofür steht denn das F? Keine Ahnung. Kassel kann es ja nicht stehen. So, wir dürfen. Ach ne, wir dürfen ja nicht. Ich bin doof hier. Wir dürfen, wir müssen ja immer die Türen zu machen. Und wieder falsch rum. Irgendwann lerne ich es nochmal. Beschleunige mal ein bisschen heftiger. Ich hoffe, das ist nicht zu viel jetzt hier. Es ist fast schon Hebel auf dem Tisch, was ich hier beschleunige. Ja, muss man vielleicht nicht machen, aber ich will Verspätung aufholen. Bringt natürlich nichts, wenn dabei die Leute durch den Zug fliegen. Aber so 90 ist weiterhin angesagt. Vielleicht dürfen wir bei 100, dann 130. Vielleicht dürfen wir wieder ein bisschen beschleunigen. Ich weiß gar nicht, ob wir 160 nochmal fahren. Das wird die Höchstgeschwindigkeit des Flirts sein. Wir nähern uns den 90. Da sind sie. Nächster. Nee, ich wollte gerade sagen, nicht nächster Halt, aber nächste Stelle, an der wir vorbeifahren, ist der Kragenhof. Auch schöner Name. Und nächster Halt ist bei 157,6. Ich glaube, da müssten wir uns so langsam sogar schon Kassel nähern. Ich mag die Landschaften hier. Das ist so ein bisschen ähnlich zur Strecke, die wir mit der S-Bahn in Hannover gefahren sind. Hügel, Mittelgebirge. Ne? Wir sind halt voll im Mittelgebirge Deutschlands. Und deswegen mag ich die Strecken ganz gerne. Es ist ein bisschen bergiger, nicht ganz so flach. Aber jetzt auch keine Alpen. Wollte ich auch mal gerne. Gibt es eine richtige Alpenstrecke? Gibt es ja gar nicht im Zusehen, ne? Ja, so richtig nicht, ne? 90. Weiterhin hier. Haltepunkttafel. Ist aber für uns uninteressant. Das dürfte Kragenhof sein. Wir halten allerdings nicht in Kragenhof. Musst du bei der SIFA wirklich mal angewöhnen, sie dauerhaft zu klicken. Also
mache ich ab und zu. Aber wirklich so einen Rhythmus habe ich da nicht drin. Ein richtiger Lokführer. So, Kragenhof. Dann lassen wir den Kragenhof heute links liegen. Wir fahren auch wieder an 80 statt 90. Hatte ich nicht gesagt, ich wollte die Geschwindigkeiten ausfahren? Ja, Viadukt. Sehr schön. Warte kurz. Ja, komm her. Ich muss. Entschuldigung für alle, die Außenperspektive nicht so super finden, aber guckt euch das mal an. Was kommt denn da hinten? Die Schnellfahrstrecke? Ja, ne? Kann das sein, dass das hinten die Schnellfahrstrecke ist? Da gerade reinkam. Auf jeden Fall sehr schöne Perspektive. Hier links? Könnte sein, ne? 100. Sehr schön. Dann lass uns nochmal hier ein bisschen beschleunigen. Und dann 130. 57,6 halten wir wieder. 100 haben wir noch, ne? Ja, ich bin schon wieder ein bisschen zu schnell. Wo sind wir jetzt? 157,6 halten wir. 156,6, okay. Wir gehen rein. Wo ist denn der Bahnhof hier? 57,6. Müsste der nicht so langsam mal kommen? Ja, ich bin jetzt schon bei 60. Das ist völlig unnötig, was ich hier mache. 57,2. Ja, wir sind wieder viel zu früh am Bremsen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt fahre ich wieder zu cruisig, ne? Ich habe nämlich plus 4 jetzt schon. Dank meinem Gekrieche hier. Da ist er. Jetzt können wir reingehen. Nächster Halt. F. Iringshausen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich weiß nicht, wofür das F steht. Frankfurt wird es nicht sein. Nein, keine Ahnung. Was ist hier in der Nähe, was F ist? Ich weiß es nicht. Komm, wir rollen noch ein Stückchen. Ja, komm, jetzt stellen wir ihn hin. Turn off. Abzweig V? Was sind denn diese ganzen F und V? Ich sag einfach Niederfellmar. Nächster Halt. Abzweig V, Niederfellmar. Haltepunkt. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist das auch nicht wichtig. So, Türen zu. Und auf geht's. Gleich 130. Wir sind ja jetzt hier auch an einer deutlich ausgebauteren Strecke. Das könnte ja sogar wirklich die Schnellfahrstrecke in der Mitte sein. Obwohl wir ja gleich den Abzweig Richtung Kassel Hauptbahnhof. Verhalten wir ja vorhin Kassel Wilhelms hier auch nochmal? Ich weiß es gar nicht. K wie Kassel. Oh, 130, komm. Dann legen wir ihn jetzt doch mal auf den Tisch hier. Schleunigen mal durch, wir haben Verspätung. Wann ist der Halt? 161,3. Unser nächster Halt. Müssen wir natürlich denken, dass wir aus einer wesentlich höheren Geschwindigkeit bremsen, als wir den letzten halten. Das heißt, wir brauchen diesmal den Kilometerbremsweg. Ja, der passt doch wieder. 160,4. 59,4 sind wir jetzt. Kilometer gehen wir in die Bremse. Sind wir schon da? 164? Nee, was sind wir denn jetzt? 160? 160,2?
138 ist die andere Strecke. 138,2. 160,4 jetzt rein. So, wieder ein bisschen früh. Ja, gut, das kriegen wir hin. 60 haben wir. Passt ganz gut. Ziehen wir durch. Haben wir eine Harttafel? Ich habe keine Harttafel gesehen. Habt ihr eine gesehen? Wir halten mal fahrgastfreundlich. Wir halten mal an, ne? Das ist mir das ein bisschen zu fahrgastfreundlich. Wir erreichen Niederfellmar. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Komm, stell dich ab. Turn auf. Und dann ist der nächste Halt tatsächlich schon Kassel. Und dann kommen wir von der Seite gar nicht in der Wilhelmshöhe, Kassel-Wilhelmshöhe vorbei, sondern von der anderen Seite. Da war ich mir nicht sicher. Oder wir fahren durch Wilhelmshöhe, aber das würde ja auch stehen in der Ebola. Schön zu. Und auf geht's. Weiß nicht, ob ich die jetzt immer zwangsschließe, aber nein, ich warte ja, bis das Ding zu ist und dann alle zu sind. Piepen, das ist aufgeleuchtet hier, Abfahrt. Und dann schließt man sie. Ich glaube, es ist richtig. So, 130 weiterhin, aber nicht lange. Wir haben 134, haben wir schon. Ja, das war sinnlos bestätigt, weil ich war mir gerade nicht sicher, ob da schon was war. Und wenn spätestens, wenn der Magnet angegangen wäre, hätte ich gewusst, dass hier was am Signal war. Ich habe aufs Signal nicht geachtet. Das ist natürlich Profi-Lokführer. Aber ihr wisst, bei mir bekommt ihr nur Profi-Sachen zu sehen. Und ich habe noch nie ein Video hochgeladen, wo ich gnadenlos fehle. Noch nie. So, wir nennen uns Kassel. Oder wie es eine TSW heißt, Kassel. Na gut, Kassel gibt es ja mittlerweile schon, aber TSW hat so komischen Filter drin, da habe ich mal Videos zu gemacht. Und das, weil man Kassel durfte man nicht ausschreiben, weil da das Wort S drin war, also ASS. Und deswegen durfte man Kassel da nicht reinschreiben, wenn man das eigene Szenario erstellt hat. Da habe ich mal eine witzige Videos zu gemacht, wo ich mich darüber aufgeregt habe. Naja, gut. Anderes Thema. So, wir nennen uns den 80. Mal noch ein bisschen hochbeschleunigen. Ja, hier über das Überwerfungsbauwerk. Minuten, Verspätung 5. Ja. Irgendwie fahre ich hier immer Verspätung ein. Aber dafür muss man halt mal die Geschwindigkeit noch ausfahren. Und nicht immer aus Angst vor Zwangsbremsung hier total rumgurken. Das würde dabei schon helfen. Jetzt drauf achten, jetzt kommt die Einfahrt Kassel. Rechts ein schöner Güterzug. Zack. Sollte gleich schon kommen, die 80, da sind sie angekündigt, wir gehen runter. War ein bisschen, Alter, was mache ich denn hier? Fast eine Schnellbremsung. So heftig wollte ich jetzt eigentlich nicht reingehen. Hier Baufahrzeuge. Da unter richtigen Eisenbahnern wird die gelbe Gefahr genannt. Ne? Die Baufahrzeuge. Fand ich auch ganz witzig. Kantos hier rechts. 60. Ja, und lieber dreimal bestätigen. Es gibt nicht oft, man kann nicht oft genug bestätigen. Wo das auch alles ausgewertet wird in Realität und dann sich angucken wird. So. 60 haben wir schon. Und dann nähern wir uns, wie gesagt, Kassel Hauptbahnhof. Einfahrt Kassel Hauptbahnhof 30, weil das ja ein Kopfbahnhof ist. Deswegen haben sie ja Wilhelmshöhe gebaut. Ah, wir sehen einen anderen Zug. Hallo, Kollege. Ja, Sie fahren. 60, weiß ich. Ich fahre schon lange 60. Viel zu früh wahrscheinlich.
Und eigentlich muss man Wiederholer auch nicht bestätigen, aber wie gesagt, ich bestätige nicht alles, was nicht bei drei auf Bäumen ist. Lieber so als Zwangsinn, ne? 60. Siefer. Und gleich 30. Was haben wir? 5 Minuten immer noch, okay. Oh, wir springen jetzt schon auf darauf und jetzt müssen wir gleich darauf achten, wo die 30 beginnen. Wo sonst das hier angekündigt wird. Da ist doch schon Kassel Hauptbahnhof. Ist das Streckenkunde, die 30? Das Gefühl, ja. Da sind sie. 30 passt. Nächster Halt. Kassel Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ich habe keine Ahnung, welcher nächste Zug heißt. Sonst hätte ich gesagt, dieser Zug fährt weiter als was auch immer. Ich weiß aber nicht, was wir als nächstes fahren für Zugverbindung. Also ich weiß, wir fahren noch bis Kassel-Wilhelmshöhe, aber ich weiß nicht genau, was wir für einen Dienst dann fahren. Irgendeine Regionalbahn, irgendein Regionalexpress oder sowas. Gehen wir wieder rein, gleich nicht, dass ich gegen Prellburg fahre. Ich wollte es mir einmal von außen angucken. Den 10.000 Hertz-Magnet Prellburg wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Wir müssen aufpassen, hier vorne haben wir nämlich keine Oberleitung mehr. Wir kommen noch ein Stückchen vor, können wir noch ziehen. Jetzt halten wir mal an. So, dann haben wir einmal Richtung gewechselt und weiter geht's Richtung Bad Hersfeld, ne? Glaube ich. Oder müssen wir jetzt? Ne, jetzt müssen wir alles neu eingeben. Warte. 24.199 sind wir jetzt. Auch wenn es nur für einen Halt ist. 24.199. Jo. Versuchen wir es nochmal mit 24.007. Ob er nochmal den braucht, weiß ich nicht. Guck mal, ob er das jetzt so kapiert hat. Ja, nicht Seite des Kassel-Wilhelmshöhe, genau. Wir schauen mal. Die Türen sollten noch offen sein. Und dann stehen wir in Kassel. Abfahrt in Kassel ist auch gar nicht so weit. 7:11 Uhr, ne? Können wir auch mal ein bisschen vorspulen. Gucken wir mal, was steht da noch? Ist doch gerade noch links was eingefallen, ne? Eingefallen? Eingefahren, wenn schon. Was ist das jetzt für ein Zug? Ich weiß nicht. Wir sind Kantas, ne? Wie heißt denn dieser andere Zugunternehmen mit diesen andersfarbigen Zügen? Keine Ahnung. So, wir könnten schon zumachen. Wir lassen aber offen bis 7.11 Uhr. Ne, Quatsch, wir haben schon Abfahrt, ne? Wir haben schon 7.11 Uhr. Ja, wir haben schon 7.11 Uhr, weil ich ja so viel verspätet bin. Okay. Dann geht's los. Langsam raus aus Kassel. 30. Ich weiß nicht, bei der Ausfahrt geht das, glaube ich, nicht, aber ich fahre trotzdem mal 30. Ne, 60, sagt er. Okay, 60 Ausfahrt. Ich habe mir schon gedacht, bei der Ausfahrt sind das keine 30. Das ist der. Na, auf jeden Fall nach Bad Hersfeld. Ich muss mal ganz kurz schauen. Die F7 war das, ne? Jetzt mache ich wahrscheinlich wieder auf seine Schummelfenster auf und dann kriege ich wieder keine Punkte. Welche Taste war denn das? Ich vergesse das jedes Mal. Dieses komische Fenster aufmachen. Das ist das Schummelfenster. Jetzt habe ich wieder Ärger und keine Punkte. Ich sehe das doch schon. Ist auch egal. Mir kommt es auf die Prozentzahl nicht an. Ich wollte gucken, was wir für Zug sind.
Ja, RB5 nach Bad Hersfeld. Die Kantas Eisenbahngesellschaft begrüßt Sie in der RB5 nach Bad Hersfeld. Nächster Halt, Kassel Wilhelmshöhe. Wo ich gerne gesehen hätte, wie viele Punkte ich jetzt gekriegt habe, aber ich habe es gerade versaut, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Das ist auch total doof, dass diese Taste für diese Anzeige und die Schummelfenster daneben liegt. Ich glaube, ich warte mir mal diese Schummelfenster-Taste, mal mache ich mir mal weg irgendwie. Weil ich fahre zwar nicht wegen die Prozent, aber ich würde gerne mal sehen, wie viel Prozent ich erreicht habe. Und eigentlich bin ich ja nicht schlecht gefahren, diese Runde. Also ich könnte mal wirklich gute Punkte gesammelt haben, aber ich werde es ja nicht erfahren, weil ich die Prozentzahl gleich nicht sehe. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Naja, kein Weltuntergang. Alles gut. Wir haben es ja auf Video, dass ich ganz gut gefahren bin. Also ganz gut. Nicht perfekt. Aber dafür seid ihr ja nicht auf diesem Kanal. Perfekte Fahrten seht ihr auf Kanälen von Leuten, die wirklich Lokführer sind. Bei mir ist es so gut, wie ich es hinkriege. So, hier rechts das Gleisvorfeld oder hier Abstellungen von Kassel. Sind wir auch schon mal durchgefahren. Wir sind ja hier schon mal lang gefahren, als wir hier mit dieser S-Bahn gefahren sind, mit der Diesel-S-Bahn. Vor einigen Folgen. Ich meine da aber auf einer älteren Variante der Strecke. Und jetzt geht's hier runter und dann sind wir auch schon in Wilhelmshöhe. Das ist keine Strecke zwischen den beiden Bahnhöfen. Wir können aus Kassel-Wilhelmshöhe sogar noch ein Stückchen rausfahren, glaube ich. Also wir fahren sogar noch ein paar Meter raus. Das ist der Kollege hier. Ich habe ihn mal gegrüßt. Und dann nehmen wir uns Kassel-Wilhelmshöhe. Bahnsteig ist ewig lang, Kassel-Wilhelmshöhe, deswegen brauchen wir uns da jetzt keine Sorgen machen, dass wir noch zu schnell sind. Geht trotzdem mal auf 60 runter, weil ich bei 60 Bahnsteig anfangen ganz gerne hätte. Ich weiß nicht genau, wo die Harttafeln hier stehen. Ich kenne das ja auch aus TSW, da halten wir da vorne mal mit den ICEs. Auf Harttafeln achten. Muss Captain Adlerauge wieder die, also ich wieder die Harttafeln finden. Wenn ich, halten wir gleich hier irgendwo. Ich sehe nämlich keine, wieder keine Harttafel, ne? Sehen wir noch ein bisschen vor? Ich stelle den gleich mal da vorne ab. Ich sehe hier keine Harttafel. Sollen wir echt bis zum Ende vor durchziehen? Ich stehe jetzt hier ihn ab. Ist auch total sinnlos, hier bis zum Ende durchzuziehen. Bei dem Riesenbahnhof. Hallo? Ja, Türen auf. Gleich hätten wir es machen müssen, keine Ahnung. Wir stehen in Kassel-Wilhelmshöhe. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ich bin ja Profi, pünktlich bei Ansagen. Da kommt ein ICE eingerollt. Sehr schön. Was sind das? Ein 1er, ein 2er. Eins von beiden wird sein. Ich sehe keinen Buckel. Ist der Buckel? Doch, da ist ein Buckel. Einser. Hallo. So. Seid ihr zugestiegen so langsam mal? Oder dauert das jetzt länger, weil wir zu weit vorne, zu weit hinten stehen? Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Aber ich sehe da hinten auch keine Harttafel. Vielleicht könnt ihr eine erkennen. Türen gehen zu. Türen zu. Hör zu und auf geht's.
Hätten jetzt noch auf die Fahrgäste des ICEs warten können. Aber wir haben einen Fahrplan. Uns hat kein Fahrdienstleiter angerufen, dass wir warten sollen. Müsste ja eigentlich dann, oder Dispo uns Bescheid sagen, hier, komm, wartet mal auf den Fahrgäste vom ICE. Naja, passt schon. Keine Anschlussgarantie bei den Zügen. Er war ja wahrscheinlich auch pünktlich, denke ich mal vielleicht. Und ich, da hat man halt keinen Anschluss. Nur weil zwei Züge gleichzeitig oder kurz danach abfahren, heißt nicht, dass man offiziell Anschluss hat. Und dann heißt auch, dass die Züge nicht warten. So, was haben wir denn jetzt hier? Ausfahrt 130. Aber da ist natürlich schon das gelbe Signal. Das heißt für uns 45 und dann fahren wir nochmal aufs rote Signal zu. Halten nochmal am roten Signal gleich. Und dann war's das mit der Fahrt. Ja, Verspätung haben wir gehabt, ne? 5 Minuten Verspätung vorhin. Ich werde jetzt nicht sagen, dass die Fahrt ja ganz gut war, weil sonst kriege ich gleich eine Zwangse. Da bin ich so ein bisschen abergläubig. Aber sonst war die Fahrt eigentlich ganz gut, weil wir keine Zwangse gekriegt haben. Da stehen wir doch eh gleich. Also dran denken müssen wir jetzt noch an 500 Hertz, bis wir vom roten Signal stehen. Und dann war es das auch. Mit dieser Folge. Und sie hat mir Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Noch ein IC. Ein Dreier. Oh, hier ist Ende. Sehr schön. Schummelfenster benutzt. Ja gut, was haben wir da jetzt Abzüge für gekriegt? Keine Ahnung. 25,7%? Das ist wegen Schummelfenster, ne? Ja. Guck mal, aber Abzüge wegen maximaler Überschreitung? 0%, das finde ich super gut, das habe ich bisher noch nie geschafft. Gut, wir haben 5 Minuten Verspätung gehabt. 6-mal Türfrei. Ich verstehe nicht, warum Türfreigabe vergessen. Verstehe ich, kommt immer bei mir. Was mache ich falsch? Liegt das daran, dass ich irgendwie mal zwangsöffne und zwangsschließe, weil ich doof bin? Verpasste Planhalte 0, Abfahrt und Auftrag 0. Finde ich auch gut. Ich fahre öfter mal zu früh los und sehe diesen Mannequin nicht. Finde ich gut. Verspätung maximal 7 Minuten. Naja. 3 Minuten Durchschnitt Verspätung. Verspätung kümmere ich mich später. Ich bin erstmal echt froh, dass ich keine Zwangsel gekriegt habe. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.